stehen wir vor der Erzmine mit den ganzen Buddlern und wir müssen gucken, dass wir die da oben, diese, nicht die Fackel, sondern die Orks, die da hinten sind, dass wir die mal so ein bisschen fertig machen können. Und zwar, ich habe ausprobiert, wenn ich das Kampfverhalten der Buddler bei Gefahr auf Offensiv stelle und mal die Buddler erstmal ungefähr lotrecht hier hin. Genau, können noch ein bisschen mehr. Und dann hier hin, vor die Treppe. Genau, richtig. Dann werde ich mich mal den Orks zeigen. Kuckuck! So. Und dann dürften die eigentlich... Okay, ich brauche jetzt erstmal Deckung. Ups. So. Dann passiert nämlich Folgendes. Ach, ein Pfeil hat mich getroffen. Die Butler da, die kämpfen nämlich gegen die Orks. Und das Tollste ist, die sind unverwunderlich. Oh, da ist einer am Aua. Da ist noch einer am... Ja, kümmert euch mal über den, um den, richtig. Ich will mich jetzt nicht bewegen. Nicht, dass ich da den Lauf da irgendwie... Ja, wir machen mal Stellenjogging. Das ist aber ein harter Typ, du. Meine Herren, meine Herren. Ja, könnte ich da was ausrichten? Nachher kommt der hinter mir her. Ich bin ja schon leicht angeschlagen. Ja, sicher ist sicher. Oh, ich habe wieder einen Erfahrungswert bekommen. Sicher ist sicher. Achso, er ist weg. Moment. Oh, 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 oh. Der mutane Ohrkrieger, den können wir auch mal ein bisschen hier... Jawohl. Mach mal ein bisschen hier von hinten. Was ist das fies? Von hinten ist gemein. Okay. Und da oben wird noch gekämpft mit jemandem? Okay, die Groschwarok nehmen wir mal. Ah, den Mörtaner Ork-Krieger. Nehmen wir mal sein Zeug ab. Okay, die machen noch einen Dauerlauf. Mal gucken, wie viele Orks noch über sind. Okay, kommt mal alle schön mit. Ihr bleibt alle hier hängen. Und der Slim, der muss das wahrscheinlich wohl alles alleine machen, oder was? Lutz. Lutz. Das war aber jetzt knapp. So, haben wir es geschafft? Sind wir alle vollzählig? Karl, Balto, Herrick, Buddler. So geht's auch. Und ich habe vorher probiert und probiert mit Sprüchen, nichts klappte. Aber ich speichere mal ab. So geht's auch. So, eins, so, jetzt Slim, okay. Sagen wir mal Slim. Ich bringe euch jetzt zu den Minen. Ich bringe euch jetzt zu den Minen. Kommt mit. Gut, wir folgen dir. Schön. Ja, dann, okay. Machen wir das mal wieder hier richtig, damit hier keiner hängen bleibt. Und nachher werde ich das sowieso looten. Oh, jetzt bin ich aber hier runtergesprungen. Kommt ihr mit? Oh, alle mal durchzählen. Bitte hier hinkommen. So. Jawohl, das sind noch 6. Hier an die Ecke ran. Ich habe auch versucht, die erst zuerst hier reinzuführen. Und dann, wo haben wir den Slim? Slim? Wir sind da. Wir sind da. Das hier ist die Erzmine. Gut, ich bleibe dann mit 2 Mann da. Ich bringe euch jetzt zu den Minen. Kommt mit. Gut, wir folgen dir. Okay, jetzt fehlt natürlich nur noch eine Mine. Die anderen gehen hier hin. Und jetzt weiß ich auch, warum die unverwundbar sind. Weil die einfach die Abkürzung nach unten nehmen. Und wenn sie unten aufklatschen, überhaupt keine Wunden davon tragen. Also, ja, das ist so eine Alternative. Finde ich gut, okay. Ich werde jetzt mal den einen hier noch herholen. Guck, guck. Herrick, nee, Buddler, komm her. Bleib da. Yep. Zip, 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 zip. So, sind natürlich 3er. Ich loote hier mal so und dann schalte ich mich wieder ein. So, gelootet. Draußen wird es dunkel. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich eine Runde schlafen gehe, ob die Treue neben mir stehen bleiben. Machen wir bis zum Sonnenaufgang. Eigentlich sollten sie stehen bleiben. Nee, tun sie nicht. Nicht zu plündern. Das heißt, nochmal neu laden. Schade. Dann begeben wir uns wieder auf den Weg nach Unne.
3 Stück nur noch. Und es ist wieder Nacht. Schade, das wollte ich eigentlich vermeiden. Okay. Jetzt muss ich natürlich gucken, wo ist die nächste Mine? Weil die nächste Mine ist ja genau am anderen Ende der... Nein. Ja, genau. Genau, auf der anderen Seite. Wir befinden uns jetzt in der Mitte und dann müssten wir sozusagen auf die andere Seite der Küste. Na komm her. Ja, dann kommt noch alles gut. Ja, dann gucken wir mal weiter. Die 3 sind ja hier. Jetzt werden wir mal Richtung... Ach so. Ja, ich kann noch rennen. Ja, den haben wir ja geschrumpft. Gehen wir mal hier in die Richtung. Gucken, ob sie alle mitkommen. Sie kommen gut mit. Und da gibt es bestimmt... Ich sehe nicht, ob es 3 oder 2 sind. Es ist leider so dunkel. Okay, da sind Wassertextur. Wo muss ich denn hin? Ich wollte eigentlich nach Tamora, aber das wird ja übel werden. Mann, schwarz. Oh, du doch nicht. Ein Mist wie weniger. Ah, toll. Die schwarzen Wölfe. Oh Gott, was die reißen, das ist ja übelst. So, jetzt ist auch wieder Musik da und ich habe festgestellt, wir sind doch ein bisschen zu weit gegangen. Wir sind in einem völlig falschen Weg. So, wir müssen wieder zurück zur Erzmine und dann den anderen Weg rechts hoch. Ich will nach Tamora mit den Buddlern. Dann schauen wir doch mal. So, immer schön geradeaus gehen. Jawohl, und dann ist es dieser Weg, genau. Da ist auch ein Handweise nach Tamora, richtig. Und ich werde mal davon ausgehen, dass ja, Molerats auf uns zuspringen. Ach so. Nein! Okay, das haben die schon für mich gemacht. Ah, ist ein bisschen complicated hier. Ah, noch ein Mole Rat. Zieh doch mal. Okay. Ah, das sieht ja noch immer noch auf offensiv. Okay. Okay. Ja, dann packen wir es weiter. Das kann ja wohl nicht alles sein, dass wir hier nur Mole Rats treffen. So, hier geht es auch wieder nach Tamora. Das will ich später alleine erkunden, aber mir ist es erstmal wichtig, dass ich erstmal hier die 3 restlichen Buddler noch zur Mine bringe. Okay. Na. Mann! Naja, auf jeden Fall ist. Das geht weniger. Genau, richtig. Geaimed. Okay, wo ist der andere schwarze Wolf? Da ist er. Gut. Ja, das sieht gut aus. Da hinten sehe ich doch schon was. Ein paar Bergzinnen. Vorsichtig sein, nicht, dass hier wieder noch Wölfe sind. Da ist doch was. Dunkel. Aufregend. Spannend. Ah ja, da waren mal die anderen Söldner, glaube ich. Das Lagerfeuer. Was ist das da hinten? Ja, so ein Kriegstroll. Mann! Ja, und so wie ich das jetzt ganz gut bewerkstelligen könnte mit dem Orkschrumpfenspruch. Was heißt Orkschrumpfen? Monsterschrumpfenspruch. Der ist da oben. Ja, definiert. Seid ihr bei mir? Ihr seid bei mir. Sehr schön. Dann werden wir mal uns an das Monster wagen. Diesen Orkschen Kriegstroll. Genau. Lade ich schon mal auf. Hoffentlich kommen keine Orks noch aus dem Hintergrund. Das wäre natürlich Fatalismus. So. Loslassen. Schwertchen ziehen. Und den Leuten helfen. Wunderbar. Klasse. Aha, super. Okay, hier kommt nichts, haben wir keine aufgeweckt. Hier in die Richtung müssen wir. Da in die Idee. So, ab hier müssen wir vorsichtig sein, liebe Leute. Liebe Buddler, lieber Balto und noch Buddler.
Also, hier müssen die ganzen Orks irgendwo. Ja, vor der Burg, das hat ja Bodo gesagt. So, auf jeden Fall einen großen Bogen machen. Und zusehen, dass wir da hinten an den Rand kommen. Und hoffen, dass wir hier nicht. Ah, ich weiß, ich kann mich noch erinnern, hier waren jede Menge Wölfe. Okay, gehen wir jetzt mal hier geradeaus durch. Deshalb bleibt bei mir, das ist gut. Da sind sie ja schon, die wilden Wölfe. Oh, ist aber auch ein Ork in der Nähe, das ist nicht gut. So, ah ja, da ist auch der Handweiser. Hier sind die Buddler und dann werde ich mal kurz speichern. Und schauen wir mal, ob ich das irgendwie hinkriege hier. Ich weiß es ja nicht. Wer ist denn näher dran? Warum mal eine Leuchtpf... Oh! Nein! Mist! Und ich bin mal wieder nicht... Wer hat mich denn jetzt eingenockt? Ja, okay. Mal gucken auf sie mit Gebrüll. Nachdem sie uns gewittert haben. Und ihr seid ja alle sowieso auf Offensiv. So, ihr macht mal mit. Ich mach auch mal mit. Dreh mich um. Okay. Ich bin verletzt. Das ist Mist. Es sind noch zwei Wölfe über. Okay, jetzt ist noch einer über. Ein Mist, viel weniger. Pass auf! Das war's. Entschuldigung! Und ich verpasse dir eine. Ja, ist ja gut. Menu. Muss euch doch noch heile zur letzten Mine bringen. Mann, oh Mann, wo sind jetzt die anderen Wölfe? Aber egal. Ach, da ist noch einer, glaube ich, gewesen, ne? Ja, genau, richtig. So, nochmal futtern und speichern. Okay, dann... immer viel zu viel. Okay, wo sind wir denn eigentlich? In welche Richtung müssen wir erstmal orientieren? Wo ist die Burg? Die Burg ist da, also müssen wir in die Richtung. Ach ja, richtig. Ich sollte mal wieder scouten, denn das war bestimmt nicht der letzte Wolf. Da hinten sind noch mehrere. Ja, dann machen wir das eben wieder so wie eben. Eben wieder so wie eben. So, was steht hier für eine Mine drauf? Muss doch was. Achso, das kann ich ja nur lesen. Salzmine, das war die Mine, die wir noch vergessen haben. So, die Salzkönigin. Ja, wie viele sind das jetzt? Oh, das sind wieder viel zu viele. Speichern. Wer irgendwann nicht mehr im Hintergrund so. Oh, weia, guckt euch das an. Das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Scheiße. Sind nur zwei gekommen? Okay. Ha. Konzentration. Geht's auf die nächsten. Liebe Lüd von der Süd. Okay. Das ist wieder ein... Boah, nee, das sind drei, ja? Den beschäftigt. Ich habe noch ganz wenig an Lebenskraft. Da ist nichts zu holen. Okay. ich wollte es wagen, aber dann lieber doch nicht. So, da ist noch hier was über. Nein, da ist noch einer. Okay, futtern, speichern. Dann gucken wir mal, ob wir endlich mal durch sind. Ne, ist noch ein schwarzer Wolf. Auch nur einer, oder? Einen kräftigen wilden Wolf haben wir auch nochmal. Das sind also mindestens noch drei, vier oder so. Das kann ja wieder lustig werden. Was mache ich denn da? Verwähle ich mich in der Waffe? So, das war's mit dir. Du Mistvieh.
Ja, mal wieder heimlich gegessen. Gespeichert. Da sind die nächsten. Sehen auch wieder nach 3-4 aus. Ja, vielleicht können wir sie auch wieder einzeln rausholen. Ich weiß es nicht. Okay, da sind 4 Stück, die jetzt gerade auf uns losgehen. Nein! Ein Mist viel weniger. Okay. Gut. Und die nächsten holen. Umf, umf. Das sind die 3er. Dumm, dumm, dumm. Das hört sich an. Ah, läuft doch. Läuft. Nicht zu plündern. Ja, ist nicht zu plündern. Da ist nicht zu holen. Wieso nicht? Nicht zu holen. Es waren noch 2. Ach, da ist nicht zu holen. Ah, der ist es, richtig. Habt ihr den jetzt da hinten bald mal? Dann muss ich da wieder den Rest machen. Okay. Wow, okay. Bleiben wir hier mal schön am Rand. Und harren der Wölfe, die da noch mehr kommen. Und da hinten, ach auch, oh, das ist natürlich übel. Wirklich übel. So. Okay, oh, sind das viele. Okay. Nein, nicht gut. Ja, dann versuchen wir es mal anders. Vielleicht tut die Eislanze ja ihren Dienst besser. Aha. Aha. Scheiß Busch. Okay. Wir haben uns gewittert. Von da hinten doch nicht. Aha. Ne, jetzt sind wir hier im Nahverkehr. Oh, hinter mir, hinter mir. Oh. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Oh Gott, ich loote mal eine Runde. Ich weiß, das ist riskant. Achte auf deinen Rücken, heißt das nicht ja immer so holen. Schön. Der hat aber noch Kraft, der wilde Wolf. Aha. Okay. Gibt's noch mehr? Da oben. Und wieder das Rennen ist ausgegangen. Das Rennen ist ausgegangen vom Ring. Wir müssen das Rennen gewinnen hier. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Was das? Und wie viel seid ihr jetzt insgesamt noch? Okay, 3. Oh, alter Schwede, Pupede. Ich glaub's ja nicht. Nichts okay, zu holen. Da ist nichts. Dann ist hier noch einer. Das war aber ein ganz schöner Kampf. So. Ich hoffe, das ist jetzt... Ah, oh, da ist ja wieder einer. Das ist so langsam heute mal wahr. Sind noch 2 schwarze Wölfe. Auch da kam einer so mitten aus dem Nichts. Auch mal nebenbei mal Blauflieder looten. Gucken, was noch auf uns zukommt hier. Ah, ich habe gewusst, dass das ein beschwerlicher Weg sein wird. Ah, ja. Wie viel denn noch, Leute? 20? 50? Gar nicht den Bogen zücken irgendwie. Ja, okay, da hinten sind sie schon. Die haben eine ganz schöne Witterung.
Dann in der Dunkelheit. Okay, geht mal hin. Okay, so muss ich das machen. Wieso läuft er denn weiter? Die Übersicht gewinnen hier. Ein Mist viel weniger. War es das etwa schon? Da kommen noch mehr wieder mal aus dem Hintergrund. Das wäre natürlich wieder blöd. Da ist nichts zu holen. Ja, ja. Bam, 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 da bam. Ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Da ist noch ein dritter dabei. Schwarzer Wolf. Essen speichern. So. Und die nächsten bitte sehr. Na, Sieg hat aufgehört. Da hinten ist doch was. Ein kräftiger wilder Wolf. Hier vor uns. Nichts, nur da an der Seite. Okay, dann gehen wir hier ganz vorsichtig entlang. Hier bis zum Ende, richtig. Und da müsste das irgendwo da hinten auf der linken Seite sein. Ihr seid alle vollzählig, gut. Falls die Wölfe noch auf uns zu kämen, dann jedenfalls schon mal dieses Katanachen zücken. So, bis hierhin sind wir gekommen. Wo ist denn jetzt bloß dieser Höhleneingang? Ja, ich habe mich hier wieder völlig vertan. Ich glaube, da flattert was. Okay. Ach, ein schwarzer Wolf auch noch. Okay. Ah, noch eine giftige Wespe irgendwo in der Nähe, die ich gehört habe. Nee. Aha. Vielleicht zwei Stück, die könnten mich killen. Das ist nicht gut. Aha, ja. Das war knapp. Ich sollte mal ganz schnell was essen. Das haben wir hier mitgemacht. Oh, Leute, und das in dieser blöden Einöde, in dieser Nacht. Einöde ist es ja nicht, aber... Ah, da höre ich doch wieder was. Wo ist bloß dieser Eingang? Ah, da ist er. Okay. Nein, nicht den Buddler. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Okay. Das hätten wir dann auch. Ah, ist ein bisschen. Nicht hier zu ist noch ein schwarzer Wolf und die Giftfliege liegt auch irgendwo mitten Mang, aber. Hier ist noch ein schwarzer Wolf. Auf den Stachel können wir verzichten. Ja, da hinten sind noch welche. Sollte ich nochmal kurz speichern? Und dann mal sehen, wie sie weitergeht. Ich glaube, hier muss irgendwo die Höhle sein. Also dieser Eingang. Okay. Los. Ein Mistvieh weniger. Genau, mit richtig. Dir, du Mistvieh. Hier ist auch noch eine. Da ist auch noch eine. Ich sollte die auch mal. Wilde Wespe. Giftwespe. Los. Treff sie. Ein Mistvieh weniger. Superklasse. Haben wir sie alle? Wir haben sie alle. Essen, speichern. So, und jetzt muss es doch hier irgendwo in der Nähe sein. Muss ich halt selber noch den Bogen zücken. Ah, oh, manchmal geht das Ambient verloren. Da ist noch ein Wolf. Hier ist er. Das ist er doch. Zur Salzmine. Gut, dann gehen wir erstmal hier hin. Aha, jetzt hätte ich das nicht geahnt. Können wir auf jeden Fall schon mal hier reingehen und hier die Salzkroller viel weniger erledigen. Und ja, ich glaube, ich werde jetzt erstmal mit denen hier die Mine reinigen, wenn ich sage, so, da sind wir und die sollten das irgendwie... Hallo? Die sollten das irgendwie auf eigene Faust machen und ich kriege meine Erfahrungspunkte nicht, dann ist dull. So. Ich glaube, das können wir hier so lassen. Oder? Ja, okay. Balto,
Heiltrank geben. Nein, wie muss ich ihn ansprechen? Balto, Butler. Wir sind da. Das hier ist die Salzmine. In Ordnung. Ich bleibe dann mit zwei Mann da. Dann ist gut. Mit zwei Mann, ja, mehr sind ja auch gar nicht dabei. So, dann gehe ich aber trotzdem mal vor. Und werde mal hier die restlichen mit. Gut gemacht. Okay. Ein Drecks viel weniger. Genau. Warrior hier. Gibt's noch mehr? Nee. So zu sehen erstmal nicht. Dann gucken wir mal weiter. Wo bleib ich denn hängen hier an so einem Holzstumpf? Ah ja, hier. Ich weiß, ich habe bestimmt nicht alle gelootet. Mir sind erstmal XP-Punkte wichtiger. So. Habe ich die eigentlich schon damals ausgekloppt hier? Okay, habe ich schon alle ausgekloppt. Blöd bin ich ja nicht, ne? So, was haben wir denn hier? Weiß, ich habe ein paar Fehlkämpfe gemacht. Hab jetzt ungefähr Bruttospielzeit 30, etwas über 30 Minuten. Aber ich werde dann nochmal hier erstmal gucken, wo es denn hier noch weiter hingeht, ob hier noch irgendwelche Crawler sind. Sind es aber nicht. Mein Gott, war das wieder eine spannende, aufregende, dunkle Folge, ich weiß. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schreibt einen Kommentar, gebt einen Daumen, ihr wisst Bescheid. Wir haben uns alle lieb, ihr Gothic-Fans und Odyssey im Auftrag des Königsliebhaber. Jetzt werde ich wieder sadistisch, nein, sarkastisch, nein, auch nicht. Wie heißt denn das jetzt? Sentimental wollte ich sagen. Okay, ciao. Ich wieder heute.